Hallo Leute, wir sind zurückgegangen nach Albuquerque und wie ihr sehen könnt, habe ich eine neue Waffe angelegt. Das ist die super spezielle, weiß nicht wie sie heißt, Vernichter Gatling, die wir Sebastian abgenommen haben, der Gatling Destroyer. Und wie ihr dieser relativ extreme Anzahl an Leichen entnehmen könnt, habe ich ein bisschen damit geübt. Ich bin zurück ins Dead Quarter gegangen und habe mich hier mit den Ärzten angelegt, beziehungsweise mit deren Söldnertruppe, falls ihr euch daran erinnert, dass die mal in diesem Gebäude hier waren. Das sind all die toten Leute, die hier in Lederrüstungen rumliegen. Und ja, diese Waffe hat einiges drauf. Ziemlich leicht damit, zwei oder drei Leute mit derselben Attacke absolut niederzumetzeln. Überhaupt kein Problem, macht unglaublich viel Schaden. Ich meine, wie gesagt, alles Leute, die nur Lederrüstung anhaben, aber trotzdem. Das große Problem ist, es frisst sich durch Munition, als gäbe es keinen Morgen. Vor allem, weil wir das ganze Spiel über ja alles an 5mm Munition, das wir gefunden hätten, liegen gelassen haben, haben wir jetzt kaum genug, um die irgendwie vernünftig zu bedienen. Das heißt, soweit es geht, und wir werden hier noch ein paar letzte Ärzte umbringen müssen, werden wir die ganz normale Annihilator Shotgun verwenden. Was ich gemacht habe zwischen den Videos ist, dass ich einerseits nach Albuquerque zurückgetrippelt bin, andererseits unseren Perk dafür verwendet habe, einen vierten Skill zu taggen, nämlich Big Guns. Und dann habe ich alle Skill Points auf Big Guns gehaut, weshalb wir hier jetzt mit 74% unterwegs sind, was großteils genug ist, um mit dieser Gatling Gun ganz gut umzugehen. Ich glaube, wir haben genug Science und auch Repair und Speech und so weiter und so fort für den Rest des Spiels. Vielleicht gibt es hier und da noch einen einzelnen Check, der lächerlich hohe Werte verlangt. Dann soll es eben so sein, dann werden wir den eben nicht schaffen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn wir so bei ungefähr 100% in den meisten Skills unterwegs sind, sind wir ganz gut aufgehoben. Und so cool auch die Annihilator Shotgun ist, ich glaube, es ist schon einiges wert, dass wir entweder auf Big Guns oder auf Energy Guns umgestiegen sind, einfach fürs Late Game. Ich habe mich gegen Energy Guns entschieden, also die Ray Gun, die wir hier haben, wird großteils eigentlich nur als Erinnerungsstück hier in unserem Inventar bleiben. Wir werden versuchen, möglichst viel 5mm Munition für den Gatling Destroyer zu finden. Und wie ihr sehen könnt, man kann mit diesen Miniguns nur im Burst-Modus schießen. Es geht gar nicht anders. Also es gibt gar keinen Einzelschuss-Modus oder so. Und deswegen verbraten wir hier so viel Munition. Es hat mich einiges an Hitpoints gekostet, aber wie ihr seht, alle anderen Leute hier sind tot. Insofern, das war ein Erfolg für uns. Und was wir hier jetzt machen können, was ganz cool ist als Interaktion, wir können die Sklaven, die die Leute hier gehalten haben, um ihnen die Organe abzunehmen, auch freilassen. Und wenn wir das tun, dann sollten sie jetzt auch von selber in die Freiheit fliehen. Genau. Und das ist auch der Grund, wieso hier vorne diese Frau in Zivil tot rumliegt. Die habe ich nämlich befreit, ohne zu checken, dass da am Anfang noch ein paar Wachen waren. Und die haben dann sofort in den Kampfmodus gewechselt und haben sie niedergestreckt. Also diese Frau war kein verirrte Gatling-Salbe von mir, sondern das waren tatsächlich die verbliebenen Leibwächter hier von den Doktoren. Wir haben außerdem eine Holodisk gefunden. Das ist sie nicht, das ist sie. Donor Collection Records. Diese Holodisk könnten wir den Tribals am Anfang von Albuquerque zeigen, um ihnen klarzumachen, dass die Doktoren einige ihrer Stammesmitglieder entführen, um deren Organe zu ernten. Aber da die Tribals nicht mehr mit uns reden, können wir das nicht mehr machen. Wir haben die Holodisk trotzdem mitgenommen, nur für den Fall der Fälle. Ich werde mir jetzt mal hier mal Steampacks reinhauen. Dann machen wir hier den Teil mit den Ärzten fertig. Und dann sind wir eigentlich schon weiter auf unserem Weg nach Sedit. Ich habe dem Suburbs-Händler alles an 5mm abgekauft, was er hatte. Hallo, das sind die letzten beiden Ärzte, die auch gleich in den Kampfmodus gehen und glauben, sie können mich angreifen. Das ist süß. Komm mit deinen Faustschlägen gegen eine Power Armor. Gott, das war Nummer 1. Und dann hier rüber zu dem zweiten. Also ja, dem Suburb-Händler habe ich alles abgenommen. Wäre natürlich super, wenn wir den designierten Waffenhändler noch hätten, aber der ist ja leider irgendwie als Kinderentführer aufgefallen und dann mussten wir ihn hinrichten. Deswegen, der ist mal weg als Kaufoption. Und leider auch das Imperium, auch die Imperial City ist keine Möglichkeit mehr. Das zeige ich euch nämlich gleich. Was haben wir hier? Zwei Steampacks, wieso nicht? Das nehmen wir mal mit. Und zwar, wenn wir hier auf unser Karma schauen, dann sehen wir, wir sind jetzt in Albuquerque Idolized, nachdem wir hier die Ärzte ausgerottet haben. Ich glaube, ich war schon Idolized, als ich den Kampf gegen sie angefangen habe. Also einfach nur die Ärzte hostile zu machen,
reicht, um euren Ruf ins Positive zu pumpen. Aber in der Imperial City bin ich hated. Was bedeutet, wir können uns in der Imperial City nicht nähern, die Leute öffnen sofort das Feuer auf uns. Ich glaube, das habe ich schon das letzte Mal, als wir da diesen Coup hatten, habe ich das, glaube ich, schon erwähnt. Die Imperial City sagt euch ja am Ende, ihr sollt euren Pip-Boy einloggen und wenn sie noch was von euch brauchen, dann melden sie sich. Und wenn ihr dann wieder nach Albuquerque zurückkommt und ein bisschen herumgeht, dann irgendwann mal geht einfach von selbst ein Dialogfenster auf, das sagt, dass euer Pip-Boy am Piepen ist und dann bekommt ihr eine Nachricht. Ich bin hier noch kurz ein bisschen am Leichenfledern, lasst euch davon nicht abhalten. 178 von 225, ja, ich glaube, da könnten wir die schon mitnehmen, die sollte einiges wert sein. Dann bekommt ihr diese Nachricht und da sagt euch die neue Imperatorin, dass sie einen Background-Check machen ließ und sie hat herausgefunden, dass wir mal versucht haben, uns den Mutant Huntern anzuschließen und deswegen hat sie keine Arbeit mehr für uns und sie erklärt uns zum Feind der Imperial City. Das heißt, wenn ihr diese letzte Mission haben wollt, und die ist ziemlich cool, was ich sehen kann, wir gehen nämlich zurück in den Vault. Die ganze Imperial City ist ja auch rund um einen Vault gebaut. Ich glaube, rund um Vault 16, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hallo? Wieso stackst du nicht? Jetzt stackst du, okay. Und den helft ihr säubern. Das ist eigentlich ganz cool. Aber diese letzte Mission bekommt ihr nur, wenn ihr am besten eigentlich nie mit den Mutant Huntern geredet habt. Oder zumindest nie mit ihnen darüber geredet habt, dass ihr ihnen beitreten wollt. Nur dann geht dieser Background-Check für euch positiv aus und dann kriegt ihr die letzte Aufgabe in der Imperial City. Das ist für uns nicht möglich. Ich weiß nicht, vielleicht zeige ich es irgendwann mal noch in einer anderen Variante von diesem Playthrough. Es gibt ja generell sehr, sehr viel, was wir hier ausgelassen haben. Also sehr viele Quests in dieser Mod sind wirklich Entscheidung für eine Seite oder für die andere. Und sehr oft schneidet ihr da mehr oder weniger die Hälfte aller Quests raus. Allein in Sedith gibt es noch so wahnsinnig viel für uns zu tun, wenn wir uns für die quasi böse Seite mit dieser korrupten Karawanenanführerin da, habe ihren Namen vergessen, Nicole, hieß sie Nicole? Nicht sicher. Wenn wir uns für sie entschieden hätten, wäre da ein komplett anderes Set an Quests auf uns zugekommen. Aber ja, bedeutet, wir kommen nicht mehr in die Imperial City, das heißt, wir kommen auch nicht mehr zu deren Händler. Und damit gibt es eigentlich nur noch einen Händler für uns in Albuquerque, das ist der in den Suburbs und dem habe ich, wie gesagt, schon alles abgenommen an Munition. Das heißt, wir werden jetzt zurückgehen nach Sedith, werden die dortige Waffenhändlerin mal aufsuchen, werden schauen, ob die unsere Minigun noch upgraden kann. Glaube ich aber nicht, weil hier in der Beschreibung vom Gatling Destroyer steht, Custom-Made Gatling Gun. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht wenn ihr eine normale Gatling Gun zu den Supermutanten bringt, dass sie sie zu dieser Version upgraden, aber ansonsten ist da glaube ich eher keine Chance. Wir werden nach Sedith gehen und wir werden uns dort diese Quest holen, dass wir die Deathclaw fertig machen. Das werden wir vermutlich tatsächlich mit der Gatling Gun machen und das sollte auch cool ausschauen, die Deathclaw mit dieser Gatling Gun zu zerteilen. Ansonsten werden wir im Großen und Ganzen versuchen, weiter mit der Annihilator Shotgun zu arbeiten. Auch wenn wir jetzt an sich stark genug sein sollten, dass wir die Raider in Sedith eigentlich fertig machen, wird es vermutlich ein langwieriger Kampf, weil wir uns auf die Shotgun verlassen werden. Ich bin mir relativ sicher, dass es noch einiges für uns zu holen gäbe in Projammer. Zumindest in Sachen 5mm Munition. Ich checke nur mal kurz, ob er eine neue Lieferung reingekriegt hat. Halte ich aber für eigentlich unmöglich, weil wir die Stadt nicht verlassen haben seit dem letzten Mal. Ja. Also im Projammer liegen sicher noch ein paar Stacks von Munition rum, aber ich glaube, die ignoriere ich. Das wäre so ein großer Umweg darüber. Also ich glaube, wir gehen einfach nach Sedith und hoffen auf das Beste. Und wie gesagt, wir brauchen ja eh nur unter Anführungszeichen, ein paar hundert Schuss als quasi Finisher. Für die normalen Sachen reicht unsere Annihilator Shotgun bei weitem eigentlich. Ich hätte gerne jede Menge Buffout, wieso nicht? Was ist mit dieser inzwischen eigentlich nutzlosen Waffe? Das schaut ziemlich gut aus. Und Psycho? Psycho ist relativ viel wert. Das schaut nach einem guten Trade aus. Die Raygun will ich behalten als Erinnerungsstück, aber wir können anfangen ein bisschen was von unserer Energy Weapon Munition zu verkaufen. So zum Beispiel, beziehungsweise, wie wär's? Damit. Gerade geht sich das nicht aus. Zahar. Lass mich kurz schauen, was wir hier noch ablegen. Wie viel ist ein Pack Zigaretten wert? Ah, perfekt. Na bitte, so rum. Okay. Da schleppen wir gleich auch noch ein bisschen weniger mit rum. Das ist perfekt.
157 von 225, ja, also die Power Armor zu haben, einfach wegen der erhöhten Stärke und wegen der damit erhöhten Tragekapazität, das macht schon einen Riesenunterschied eigentlich. Und ist auch der einzige Grund, wieso wir überhaupt mit dieser Gatling Destroyer jetzt auch ordentlich umgehen können. Gut, das heißt, wir sehen uns wieder. Ich rede zwar noch kurz mit den Tribals, aber ich glaube, ich komme nicht mal in einem Dialogfenster. Also ich glaube, ich kann ihnen das nicht irgendwie ins Gesicht halten oder so. Outsiders should leave. Was ist, wenn ich versuche, diese Holodisk bei dir anzuwenden? That does nothing. Okay, ja, gut, das... Wie gesagt, wir könnten es ihm zeigen, beziehungsweise ich glaube, ihr würdet von selber die Quest bekommen, dass sie sagen, irgendwas stimmt nicht, Stammesmitglieder verschwinden und so weiter, bla bla. Und dann müsstet ihr diese Holodisk von dem Söldneranführer holen. Eine andere Sache, die übrigens sehr interessant ist. Can I ask you a few things? Who's in charge here? Haben wir das beim letzten Mal am Ende des Videos noch gemacht? What people live here? I want to do something. Okay, nein. Aber generell, wir können zu dem Mutant Hunter gehen und dort mit allen Leuten reden, dass entweder weiß es noch niemand, dass Sebastian tot ist, beziehungsweise dass wir ihn in einen tödlichen Hinterhalt gelockt haben, oder es ist den Leuten einfach wurscht. Eins von beiden. Aber es gibt scheinbar keine Reaktion von den Mutant Huntern darauf, dass ihr Anführer in einen Hinterhalt gelaufen ist und absolut hingerichtet wurde von diesen Supermutanten. Das ist allen Leuten wurscht. Es macht niemand irgendwie einen Kommentar dazu. Also, ja. Gut. Das heißt, ich werde hier mal kurz cutten, weil der Weg nach Sedet ist sehr lang und sehr uneventvoll eigentlich, weil wir sind inzwischen einfach so stark, dass auch normale Encounter, selbst wenn es Ghoul-Patrouillen sind und so weiter, eigentlich egal sind. Außerdem für Ghoul-Patrouillen, einfach nur weil sie langwierige Kämpfe sind, laufe ich noch immer einfach davon. Also insofern, wir sehen uns wieder, wenn ich in Sedet angekommen bin. Bis dahin. So, wie ihr sehen könnt, wir sind eingedeckt mit 5mm. Wir haben sowohl Jack Hollowpoint gekauft, als auch Armor Piercing. Ich weiß nicht, ob das in der Mod gefixt wurde. Ich glaube schon, weil war das in Fallout 1 oder in Fallout 2, wo in der ungemoddeten Version eigentlich die panzerbrechende Munition weniger Schaden oder gar keinen Schaden oder sowas macht. Oder zumindest nicht ihren Damage Modificator bekommt. Bin gar nicht sicher, ob ich meine Fallouts verwechsle, aber das sollte eigentlich inzwischen gefixt sein, entweder mit dem Fan-Patch oder mit der Mod selber. Ja, also hier gab es zum Glück jede Menge 5mm Munition. Und was wir jetzt mal machen, ist, wir werden uns die Deathclaws im Tunnel zwischen dem normalen Sedet und Lost Town anschauen. Vermutlich werden wir auch den Kampf gegen die Raider noch in dieses Video quetschen können, aber auch da werde ich wieder einen Großteil auslassen, weil ich war schon mal in der Basis. Zwischen Videos und da rennen lauter Leute in Metal Armor mit unspektakulärer Bewaffnung rum. Aber es sind sehr viele von ihnen. Das heißt, es ist kein aufregender Kampf. Er dauert einfach nur ewig lang, weil wir mehr oder weniger zwei Runden brauchen werden, um einen Raider niederzuschießen. Sie hingegen können uns in Power Armor aber wahrscheinlich so gut wie gar nichts antun. Also insofern, ja, da gibt es einfach nicht wahnsinnig viel zu sehen. Und ich werde deswegen, glaube ich, auch einfach einen Großteil dieses Kampfs rausschneiden. So, Mini-Deathclaw. Da werden wir einfach mal bei der normalen Shotty bleiben. Oh wow, die haben wirklich kaum Leben. Nein, ich will eigentlich die Mini-Deathclaw treffen. Danke sehr. So. Taste ich mich hier nur ran. Perfekt. Ich weiß nicht mal, was wir jetzt im Moment geladen haben. Wir werden es aber gleich herausfinden. Oh yeah. Das ist so in etwa der Effekt, den ich mir wünsche. 235 Hitpoints mit einem Schuss. Herrlich. Kostet aber halt auch wahnsinnig viel Ammo, deswegen hier bleiben wir bei der normalen. Das war dumm, dass ich da vorgegangen bin. Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe, aber es sollte wurscht sein. So, kriegen wir hier irgendwann mal eine Meldung, Slaying Your Opponents, 1450, okay. Ich hoffe, auch hier kriegen wir eine Meldung, wenn wir alle gekillt haben. Hey, ein First Aid Kit. Hey, ein Zahn. Ich glaube, den Zahn können wir liegen lassen. 10mm Hohlspitz braucht eigentlich niemand.
Liegt sie sonst noch irgendwas rum? Nicht so wirklich. Noch ein Zahn. 5 mm Jack Hollow Point. Ja, die nehmen wir sehr gerne. Eine Hunting Rifle. Ich meine, ja, wenn ihr hier mit einem normalen Jagdgewehr reinkommt, keine Ahnung, wie ihr euch vorstellt, dass ihr das macht, aber ja. Ein Leiter, 44er Magnum, 223er Full Metal Jacket. Gut, das braucht niemand. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, wieso diese Deathclaw hier nicht triggert. Na gut. Und dann auch dich aus nächster Nähe. Schön. Herrlich. 428. Ja, die Damage-Werte gehen da wild auseinander. Also das ist wirklich extrem. Okay, you've killed all local Deathclaws. Perfekt. Auf so eine Meldung habe ich gewartet. Und liegt hier noch irgendwo was Interessantes? Das sind nur Knochen. Noch ein Feuerzeug. Okay, ja, soll es gewesen sein. Passt. So, und jetzt müssen wir nur noch diesen Penner finden, der uns die Aufgabe gegeben hat. Du bist der Drogenverticker und da drin hat der Typ gewohnt. Nope, das ist ein Kind ohne Eltern. Du bist das, oder? Marvin. The Deathclaws are already dead. Here's your money and I'm off. I can't accept that money from you. I found a few things in those tunnels that make up a little fortune by themselves. Wirklich? Ein Jagdgewehr und 2 Zähne? Naja. Aber ich meine, wir hocken auf 28.000 Caps. Ich sag's einfach, weil vielleicht bringt's uns mehr Karma oder was weiß ich. Oder es bringt uns gar nichts. Zumindest nichts, was ich sehen kann auf die Schnelle. 77, wir sind ein Champion. Ja, okay. Wir sind liked in Seated insgesamt. Gut. Schön, dass das so ist, aber jo. Du wirst, glaube ich, angepisst, wenn wir dich nochmal ansprechen, oder? Ja, okay. Also das wäre der Typ, der uns einmal diesen Junk verkauft hat, den wir dann zu dem Schrotthändler im Norden gebracht haben. Aber der wird jetzt eher nicht mit uns zu tun haben. Gut. Und dann zeige ich euch jetzt noch kurz den Unterschlupf der Raider. Und wenn dann der Kampf beginnt, werden wir das vermutlich schneiden, weil ja, es ist unspektakulär. So, hier können wir runter. Dann kommen wir hier in diese ziemlich große Basis. 1, 2, 3, 4, 5, der Typ hat einen Flammenwerfer. 6, 7, 8, 9, 10 sind allein schon mal die Leute, die wir sehen. Also wahrscheinlich ein gutes Dutzend Leute, die hier verteilt rumstehen. So, und wenn wir diesen Gang entlang gehen, dann kommt immer wieder diese Meldung, you see a loose tile. Woraufhin wir mit unseren fetten 18% Traps versuchen könnten, das zu deaktivieren. Aber ich glaube, dass die Chance eher höher, dass wir das aus Versehen auslösen. Ja. Und die Frage ist, können wir uns hier eigentlich durcharbeiten? Nein, nicht wirklich, das löst eigentlich fast immer sofort eine Kettenreaktion aus. Wow, 39 durch die Power Armor, das ist eigentlich ziemlich viel. Okay, und hier sind wir durch. Gut. Und dann werden wir hier jetzt eine Runde Stimpaks einwerfen, weil wir jetzt auch gleich diesen Kampf beginnen. Wir hätten nämlich die Möglichkeit, wollen wir diesen Kampf hier beginnen? Wir hätten die Möglichkeit, da stehen noch einige Leute mehr. Wenn wir die Tür aufmachen, spricht uns der Typ an und sagt, hey, ich muss dich zum Boss bringen, weil du hier bist. Dann können wir uns zum Boss bringen lassen, was glaube ich der Typ da ist, weil der heißt Man und alle anderen heißen Raider. Ja. Die Frage ist, ich meine, hier hätten wir einen ziemlich schmalen Gang. Der Plan ist eigentlich zurückzulaufen und die Leute den Gang entlang durchgehend zu snipen und vielleicht sogar mehrere Leute in eine gute Position zu bringen, dass wir sie mit einer Salve aus der Gatling Gun kriegen können. Die Frage ist, haben wir die Chance, auch wenn wir uns hier rein teleportieren lassen? Durch diesen Dialog. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, wir bleiben hier. Gut, also dann machen wir hier mal auf. I see some nosy fuck go through our traps. Gotta take it to the boss. Oder wollen wir mit dem noch reden? Gibt es eine Möglichkeit, das diplomatisch zu lösen? Wahrscheinlich nicht. Aber finden wir es raus. Wieso nicht? Scheiß auf optimale Positionen.
Who are you guys? Who are you? If you are the leader of the races, I've got a business proposition for you. Das ist interessant. Has found out about you, sent me to kill all of you. I could leave you alone and tell him you've been taken care of. Wir könnten das so lösen. Wir könnten das so lösen und sie dann trotzdem umbringen. Einfach nur, weil es Raider sind. Why the fuck should I do that? Try it and I'll take down every single one of you stupid losers. Das ist wie immer die längste Antwort, deswegen wohl auch die Speech-Antwort. You're not a completely stupid son of a bitch. I'll give you 500 caps. I'll rip your head off. Bam. 500? Nah. Auch wenn das zum Kampf führt, wir könnten vermutlich die 500 nehmen und das wäre fein. Aber wir haben ja sowieso vor, die Raider hier umzubringen, also wir verlangen einfach mehr. I don't negotiate. Okay. Ja, das ist zumindest der letzte Fehler, den du in deinem Leben machen wirst. Okay. Ich meine, es ist... Oh, da steht noch einer in der Ecke. Es ist extreme Verschwendung. Ah, er hat 20 Hitpoints mehr als die anderen. Vielleicht... Nein, das ist eine gute Ausrede, um einfach nur nochmal diese Gatling Gun in Action zu sehen. Oh yeah. Nice. 153. Durch eine Leather Armor. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Passt. Okay, und dann werde ich hier einen Cut reinmachen und wir sehen uns wieder, wenn alle diese Raider tot sind. So, es gab eine kleine Planänderung, nachdem ich von dem Raider-Anführer eine Shotgun-Salve für 83 Hitpoints in den Rücken gekriegt habe, muss ich das Ganze nochmal laden und habe dann die meisten Leute, wie ihr hier am Verlauf der Leichen sehen könnt, die meisten gleich im Gang niedergemetzelt und habe deswegen jetzt hier noch im rechten Teil eher die letzten Leute über, 1, 2, 3 und ich glaube hier hinten in der Ecke steht noch jemand. Der ganze Loot von diesen Leuten ist schwer unspektakulär, also da gibt es wirklich gar nichts, was uns irgendwie interessiert. Hin und wieder ein bisschen Shotgun-Armor. Stimpaks schaffe ich es großteils nicht zu nehmen, weil die Menge an Schaden, die ich mache... Die Menge an Schaden, die ich mache, ist meistens genau so, dass ich in ungefähr die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte ihres Lebens in einer Runde abziehe. Und dann verwenden sie meistens ihren Zug drauf, ihre Stimpaks zu fressen. Aber das schaut sehr gut nach einem Doppelkill aus. Oh. Okay, 263. Also der erste hat mal einen Großteil davon abgekriegt. Aber, ja, das war jetzt ein bisschen antiklimaktisch. Aber hey, Tod ist Tod. So. Dann laden wir dich mal nach. Dann laden wir dich mal nach. Und du bist scheinbar eh der Einzige, der hier irgendwie gepullt wurde. Das heißt, wir warten mal, bis du da rüberkommst. Wow. So. Okay, und jetzt zum Beispiel wäre ein Zug, wo die meisten Leute die Stimpaks hätten, die auch gleich fressen würden. Da er das nicht gemacht hat, gehe ich mal davon aus, dass er wahrscheinlich auch nichts Großartiges bei sich hatte. Naja. Okay, also scheinbar im Moment verwenden wir die Jack Hollow Point, die Hohlspitzgeschosse. Das heißt, wir haben noch 150 Panzer brechend. Das ist insgesamt eigentlich recht gut, glaube ich. Vor allem, wenn wir uns ein bisschen beherrschen und die Minigun wirklich nur dann einsetzen. Wenn wir viele Leute auf einmal treffen. So, dann plündern wir mal das hier. Okay, keine Bücher. Du bist abgesperrt. Du bist vielleicht auch vermint, aber... Ich meine, 44 Hitpoints. Das sollte eigentlich reichen, dass ich die meisten normalen Fallen hier überstehe. Come on. Danke sehr. Wow, 75 XP hat uns das gebracht. Normalerweise bringt ein Lock eher nur 25 oder 50, also das muss ein ziemlich hoher Skillcheck gewesen sein. Deswegen haben wir vermutlich auch so oft verschissen. Das brauchen wir eigentlich alles nicht.
So, das ist der Raum, wo der Anführer drin war. Der Anführer hatte übrigens genau gar nichts Interessantes, außer eine Combat Shotty und Shotgun Ammo. Ja, und irgendwie scheint es hier so auch nichts zu geben. So, was bist du? Da hinten steht noch ein Typ, da steht noch ein Typ und dann haben wir da diese ganzen Schränke und das war's. Du bist ein Klo. Okay. Schön, dass wir das rausgefunden haben. Ich glaube, ich könnte hier um die Ecke gehen und du. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich könnte hier um die Ecke gehen und du könntest mich nicht mal treffen, aber. Da habe ich nicht ganz gecheckt, dass wir zweimal dran sein werden. So. Zwei Stimpaks, das war ein guter Kampf, weil er hatte keine Chance, sie zu nehmen. Oh Gott, müssen wir jetzt alle lockpicken und haben die alle so ein hohes. Nein. Lederarmor. Ja, du kommst ungefähr 5 Level und 20 Videos zu spät. Was? Oh. Was? Ich kann mein eigenes Lock nicht aufmachen? Verdammte Kacke. Also ja, man kann Lockpick auch dazu einsetzen, um Dinge zu verschließen. Ich glaube, das kommt in den ersten zwei Fallouts nie wirklich vor. Ich weiß nicht, ob das generell irgendwo mal vorkommt in der Fallout-Serie. Aber ja, Lockpick konnte immer auch eingesetzt werden, um offene Dinge zu verschließen, bevor die Leute darauf zugreifen können. Okay. Ich muss sagen, ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, aber das hier zu spielen, würde mir schon extrem Lust drauf machen. Mal die Zeit um Weihnachten zum Beispiel komplett aus dem Fenster zu schmeißen und alles dafür zu verwenden, eine eigene Fallout-Mod zu machen. Für entweder eins oder zwei. Aber ich glaube einfach, dass das sau schwer ist und ich dann ziemlich schnell die Lust verliere. Aber ich meine, das insgesamt schaut schon alles sehr, sehr cool aus. Und weiß nicht, vielleicht könnte man noch irgendwas machen, wie zum Beispiel eine Quest, wo es darauf ankommt, dass ihr Sachen wieder verschließt, dass ihr Sachen aufsperrt, dann quasi irgendwie sowas wie falsche Beweise oder sowas deponiert und dann wieder zusperrt oder so. Oder in einer Polizeistation was aus einer Asservatenkammer fladern und dann hinter euch wieder zusperren, damit niemand mitkriegt, dass in die Asservatenkammer eingebrochen wurde. Irgendwie sowas. Könnten sich hier schon coole Sachen machen. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ziemlich fucking schwer. Das wenige, was ich an Code-Erfahrung habe, reicht wahrscheinlich nicht mal annähernd, um das zu machen. Ja, schön übrigens, dass sich der Typ da in der Ecke überhaupt nicht davon stören lässt. Dass wir hier mal alles aufmachen. Und das meiste davon ist auch ziemlicher Trash. Goddammit. Okay. Ich habe aber, glaube ich, keine Meldung gekriegt, als ich den Raider-Anführer. Ich meine, wir könnten die drei nehmen, die sind zumindest halbwegs was wert. Als ich den umgebratzt habe. Also es kann gut sein, dass wir sowieso einfach alle Leute hier umbringen müssen. Das war eine interessante Move-Entscheidung. Perfekt. Ah, you've killed all the raiders hiding in Lost Town. Sehr gut. Oh, hi. Gut, passt. Und dann werden wir dieses Video jetzt auch damit beenden, dass wir zurückgehen zu Frederick und die Quest dort abgeben. Und dann sollte es eigentlich nichts mehr für uns zu tun geben. Außer in Lost Town Sanchez und Rodriguez und die ganze Gang, die sie da versammelt haben, umzubringen. Der Typ, der da bei den beiden steht, in der Bar, ich glaube, mit dem haben wir auch schon gesprochen. Das ist, glaube ich, der böse Companion, der sich euch nur anschließt, wenn ihr negatives Karma habt. Also, vielleicht werden wir auch den gleich umratzen, wieso nicht? Übrigens, wir können, wir machen das jetzt sehen. Ich zeige es euch einfach. Dann brauche ich es euch nicht erklären. Ziemlich cool, dass sie daran gedacht haben.
wenn wir hier mit diesem Typen reden. I've killed all the Death Claws. Wir können ihm sagen, dass wir die Death Claws umgebracht haben und er glaubt uns nicht. Go inside and see for yourself. Er glaubt, wir wollen ihn hier in seinen Tod locken, aber ja. Wir können niemandem sonst davon erzählen, dass eigentlich der Weg nach Lost Town wieder sicher ist. Was irgendwie einfach nur ein nettes kleines Detail ist. So, dann schauen wir mal, was wir von Frederick dafür bekommen. Ich glaube übrigens nach wie vor, dass das die Quest ist, die ihr machen solltet, wenn ihr zum ersten Mal in Seele seid. About the Raiders, they're dead. Thank you. 1000 Caps. I've got another offer for you to offset my losses. Big Caravan to Albuquerque. Ja, genau, deswegen. Also eigentlich solltet ihr nach Sedit kommen und scheinbar stark genug sein, um die ganzen Raider, die wir hier jetzt gekillt haben, fertig zu machen. Ich meine, wir können uns scheinbar auch mit Speech durchquatschen. Das wäre eh auch kein Problem gewesen. Aber scheinbar sollte man das bei seinem ersten Trip nach Sedit machen, weil dann bekommt man einen Caravan, der zurück nach Albuquerque geht. I'm not against the idea, but you'll have to wait for a while. Schauen wir mal, ob die auf uns warten vielleicht, weil ein gratis Trip, beziehungsweise sogar ein bezahlter Trip wieder zurück nach Süden, nach Albuquerque, wäre gar nicht mal so schlecht. I can delay the caravan's departure by one day. Okay. Es ist 8 Uhr in der Früh, das ist sogar noch ziemlich gut. Das heißt, wir haben heute jetzt noch den ganzen Tag Zeit, um die Ghoul-Quests fertig zu machen. Ich hau mir jetzt mal ein paar Steampacks rein, damit wir ausgerüstet sind. Passt. Ja, und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu tun. Hier haben wir alles. Und dann im normalen Sedit. Oh. Der Caravan ist eine eigene Quest. Cool. Kill Juan Rodriguez and his deputy Sanchez. Okay, Juan ist ein Vorname, nicht Rodriguez. Kommt durcheinander mit all meinen generischen Mexikanernamen. Aber ja, okay. Dann machen wir das noch. Dann sollten wir fertig sein in Sedit und nicht nur in Sedit, sondern generell dann eigentlich überall. Wir haben dann überall alles gemacht, was wir machen konnten, zumindest. Weil in die Imperial City kommen wir nicht mehr rein. Den Mutant Hub, dann können wir uns nicht mehr anschließen, weil Sebastian tot ist. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Ich glaube, das war's. Also außer die Ghule haben noch eine Follow-up-Quest. Wir sollen jetzt hier mal die ganze Gang ausrotten, damit sie die Stadt verlassen können. Die Frage ist, müssen wir dann noch irgendwas für sie deichseln? Wir mussten irgendwie schon 10.000 Sachen für sie machen, damit sie entkommen können, aber schauen wir mal, je nachdem. Aber das sollte zumindest die letzte Quest-Reihe sein. Und dann könnten wir den Caravan nach Süden nehmen, wieder nach Albuquerque und uns von dort dann zu Fuß auf den Weg machen in die Rebirth Base. Und das sollte dann die letzte Location für das Spiel sein. Also ja, das Ende ist in Sicht. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao Leute.